dass dann auch wieder mal irgendwann tue, dass ich jemand weh tue. Aber meine Intention in dem Moment, wenn ich das mit der Vergebung, die Phase mache, ist ganz klar 100% die Vergebung für die Vergangenheit. Und dass ich in die Liebe gehe, die Entscheidung, in die Liebe zu gehen. Also für sie ist es nicht negativ. It's actually a very heartful and a very soft you are giving forgiveness and you're also receiving. Also für sie ist es sehr herzlich, weil sie Vergebung gibt und annimmt. Also das Herz öffnen. For me, it's a very big change in energy from the anger. Die ändert sich sehr von der Wut. I think after, because my feeling is, when I will do this forgiveness, and I am not aware, if we don't do this, can in this part of the meditation we become aware, can we have do something, not to the other. So we become aware, can normally we don't forgive. Yeah. To repress this energy, this forgiveness, we are doing it. Bei vielen Menschen geschieht auch gerade in dieser Vergebungsphase ganz, ganz viel, auch emotional. Da wird ganz viel aufgebrochen, da kommen ganz viel, auch dass ich mir die Tränen erlaube für mich selber, wie oft habe ich mir selber wehgetan, wenn ich mir selber vergebe. Und auch wenn ich dem anderen Vergebung geben, also jemand vergeben, mir selber und anderen, ist das Herzöffnendste an sich, was es gibt. Dann kann die Liebe wieder fließen. Dann bekommt man auch Bilder von anderen Menschen, die man nicht vergeben möglicherweise kann. Und das wirkt nach. Ne? Ja. Beautiful, it's poetry. Es war eine Poesie. Our meditation. Yeah. It's not only for crazy people. Not for crazy, just for crazy people. Die dritte Phase? Die dritte Phase ist dann die Phase der Liebe, die Phase der Herzöffnung, wo ich die Energie der Wut dann umdrehen kann und wo ich mein Herz öffne dem anderen und ihm meine Liebe ausdrücke, meine Offenheit, nicht mehr meine Wut, sondern meine Liebe. Und das ist auch wieder ganz einfach, indem ich den anderen, ich suche mir einen Partner und fass mich anschauen, auch in die Augen und sag einfach zu dem anderen, ich liebe dich oder I love you. I love you. Und ich atme dabei und ich erlaube mir, den anderen wirklich anzuschauen, dem in die Augen zu schauen und das zu spüren. Und das macht schon ganz viel, diese Begegnung. Und dann mache ich den auch wieder. Und das Wunderbarste an diesem Ganzen ist, bei den Leuten, wo ich die meiste Wut empfunden habe, wo ich gedacht habe am Anfang, der kam in den Raum rein, ich habe gedacht, der erinnert mich echt an meinen Bruder, der nervt mich ohne Ende. Das spüre ich dann nachher in dieser Phase auch die größte Herzöffnung und ganz, ganz, ganz viel Liebe. Yeah, I don't know what you obviously, but it can be, it is a very melting stage because you've forgiven, you've received forgiveness, your heart is open, you've screamed, and to look someone in the eye like this and feel the love, it's not unusual for tears to come, to be very, very emotional. And also es ist eine Phase, die sehr sag ich mal, schmelzen, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, es gibt bestimmt ein besseres. An sich ist es ja wirklich, dass dieses Eis, was um unser Herz rum das Herz geschützt hat vor dem Schmerz und durch die Wut, dadurch, dass die ausgedrückt worden ist, konnte das anfangen zu schmelzen. Und dann ist es auch nicht, es passiert auch, ich versuche gerade das relativ gut zu übersetzen. Es passiert auch, dass die Menschen durch diese Herzöffnung, dem Ausdruck der Liebe, dem anderen in die Augen zu schauen, dass da auch Tränen kommen, dass da viel losgelassen wird, dass da auch
ein Schmerz hochkommt, vielleicht sogar, dass ich diese Liebe erst jetzt spüre oder dass ich mir die ganze Zeit die vorenthalten habe. Verschiedene Sachen können da sein. Was ich beobachtet habe, in dem Moment, wo ihr euch umarmt habt, da war plötzlich Stille da. Und ich glaube, liebe auch Zuschauer, dass ihr das auch vielleicht diese Sekunde nicht vergessen habt, wie diese Stille plötzlich entstanden ist, durch die Intensität. Und darum geht's. Du schaust in die Augen des anderen, bist du dabei und durch den Ausdruck plötzlich wird in deinem Mind still und drumherum auch. Und das war für mich deutlich zu spüren. Wie ging es euch? Okay. Ja, das war richtig zu spüren. Jetzt hier auch, durch diese wenige Sekunden. Ne? Intensiv. Viele Seiten so dran. Ja, vielleicht die anderen Phasen. Next one. Second Wind. After Love. Sollen wir wirklich alle Phasen so erklären? The other stages. Is that what he says? The other stages person? Yeah, you were asking about the other stages. Yeah. I'm just thinking if it makes sense. Oh, yeah. Let's do them all. Okay. So the second wind, where, well, the action is standing up tall, arms up in the air, and you're running on the spot. With your knees coming right up and making noises, and you're really going into, I mean, the second wind being that you find this extra energy, the extra energy, which this is... Also the second wind, das ist die Aktion, die der Jita gerade so macht, er versucht zumindest, und die Idee hinter dem, es heißt ja auch, also second, sage ich, ist der zweite Wind, kann man vielleicht auch noch anders übersetzen, da geht es um unsere Energieressourcen, die wir denken zu haben. Wir denken immer, wir sind so schnell kaputt und wir haben nicht viel Energie, viele von uns. Und in dieser Phase kannst du sehen, wenn du in deiner Energie bleibst, wenn du zusammen in deiner Energie bleibst und einfach, auch wenn du kaputt bist, weiter in dieser Aktion bleibst. Das ist so diese Erfahrung, die auch manchmal Marathonläufer oder Langstreckenläufer, dass du in so eine zweite Phase, in einer zweiten Energie kommst, wo du nochmal in eine ganz andere Anbindung kommst, wo du merkst, was überhaupt möglich ist, wie viel Energie in dir steckt. Darum geht es in dieser Phase. Ja, das heißt, es ist gut für Sportler, ne? It's good for sport, athletes? It's good for athletes, what does it mean, is it good for? Für Sportler. Wenn jemand läuft, dann ist er müde, ne? Dass da neue Energien frei werden, wenn man weitermacht. Ja, yeah. So is it good for athletes? I don't understand the question. Is it good for them to do it, you mean? Or yes. It's good for anybody and it's everybody. Sport, yeah. If you start to run or to play. Yeah. And you get tired and it's you have a second, yeah. You have to learn second wind. Totally. Ich habe auch ein General der Bundeswehr interviewt und ich habe ihn darauf interviewt, über Second Wind. Und was machen sie, wenn die Soldaten nicht mehr können? Ne? Und er sagte, ja, es ist diese Energie möglich. Und er konnte das auch sehen, dass diese, in dieser Second Wind Erkenntnismöglichkeiten sind, meditative Momente. Aber das Interview war general. Mm-hmm. And he was understanding also, when he is doing this exercise with soldier. Mm-hmm. You can understand that to trespass this line and to go over tired, then it's not only for training, but in this moment we get some information, insights. Yeah. For example, It's happened something inside. Because you've gone further, you've jumped over the normal. Yeah. The normal, out of the normal box, or into the extra. Du bist in eine andere Sphäre eingedrungen von dir selber, das ist was Neues.
was du noch nicht über dich wusstest, erkannt, weil du weitergegangen bist über deine Grenze. And you very much do it together also, like in the meditation there's lots of you and it's another thing, you make eye contact, you do it together and it gives you even more energy and it's another. Also machst du es eben auch zusammen, ne? Nicht alleine. Ja, wollen wir alle so glänzen und so wach sein und so da sein, wie geht denn das? Machen. If we want, also yeah. All the people who are here, yeah. they will see after they yeah. to be so beautiful, so awake, so here, so powerful, so elastic, ne? So responsibility. Before I have a question, the answer comes. Das war vor, ne? Das war mehr. Okay. Ja. So, I think we have a good feeling about what is our meditation. Mhm. What you want to say more? What is important? I'd say if you haven't and you don't know it, give it a try. I mean, I remember my first time, and. Yeah, I've moved on a lot from that, but I'm very happy I went to do it for the first time. And yeah, you have to experience. Also ich denke, wer in eure Städte die beide Superwomen einladen möchten, so im guten Sinne, dass sie vielleicht eine Möglichkeit gibt, dass sie in eure Stadt kommen und auch mehr umleiten, oder? So, yeah, sure, yeah, he just said if there's people who are watching and they like us to come and if they're in their towns to lead the meditation. So, I say yes, I'd love Fantastic. To. Fantastic, I would also love to. Yeah. Wenn ihr nicht nach Leipzig kommen könnt. Wenn ihr nicht kommen könnt. Nach Leipzig oder Hamburg bin ich im Moment auch, in Deutschland. In Leipzig machen wir es immer jeden vierten Samstag im Monat und in Hamburg immer jeden ersten. Gibt aber auch natürlich noch in vielen anderen Städten wie München, Berlin und überhaupt in der ganzen Welt, in Indien, in Kopenhagen, in weiß ich nicht wo überall. Mhm. In ganz, ganz vielen Orten. Und für die, die das nicht in Leipzig werden wir, es lohnt sich sogar hinzufahren, wenn ihr hier in unserer Expertenseite seid. Ist hier die Meditationskonferenz Dresden. Das ist nur ein Tag, lohnt es sich nicht. Aber die Om-Meditation wird auch hier in Leipzig angeboten. Und zwar am 28. Genau, das ist wieder der vierte Samstag im September. September. Mhm. Und da werden zwei Tage lang Vorträge und Meditationen hier stattfinden und da lohnt es sich einfach hierher zu kommen. Die Michal Grimberger, die ist aus Israel und die Meditation, die sie leitet, unglaublich. Wir haben hier schon Geschenke bekommen von Ekaterina Schmidt, eine Poesie, und wir haben von jetzt noch ein Geschenk bekommen, von Ludida aus Frankreich. Die ich jetzt gleich abschließend dann lesen möchte. Das heißt, sie ist aus Russland und sie schenkt für die Konferenz morgen, schenkt sie uns ein Gedicht und die Ludida aus Frankreich, deswegen ist es auf Deutsch und auf Französisch, der Originaltext, den sie übersetzt hat, die Wahrnehmung von Dresden, das ist ihre Meditation und das möchte ich jetzt anschließend lesen. So viele Geschenke und so viele Götter.
Ja, was gibt es noch zu sagen? Die kann man eben auch in Leipzig, sitzt 2 Tage lang, werden mehrere Meditationen angeboten, das wollte ich sagen. Und auch wir machen ein internationaler dann Meditationstag hier in Healing Castle. Ein wunderbares Schloss, wo wir schon öfter waren und wo wir europaweit, ladet gerne ein, ganzes Schloss hier für uns, von innen wunderbar. Wir haben ganz viele Aufzeichnungen schon gemacht. Ich interviewe hier Lord James Richard Welch und eingeladen sind wir dann von mehreren Organisationen. Das ist die Schlosserbin. Und das ist der Schlossherr. Also, und Christoph Graf von Kaiserling lädt uns einfach auch ein, hier in diese internationale Konferenz. Und wir sind am zu Beginn, also ladet gerne ein Menschen, die für euch international, was Meditation angeht, bekannt sind. Jo, gibt's noch was? Something? What we can do with the people now? Just what I'm thinking now is it excites me. You say about all these different places that we do it, and it just excites me, and also touches me that we can actually bring this to involve more people, and other people can have this experience, and start or continue on this sort of journey. And now, one new experience, the last experience, was, I think, after from Salzburg. One Satsang Master is waiting. I will invite you to make the experience. This is only a machine, but an intelligent machine. The people who are beyond this machine, they are very good, very good. So to experience, if you can say, I will be here, I love you, and you will feel the people who are in front of you, and the people who will be in the next year, 2-3 years, in front of you, they will see this video clip. Jeder macht es einzeln, oder? Aber jeder einzeln. Oder wir beide gleichzeitig? Jeder einzeln. I say. You do yourself and then I do after you. Just the 3 words. Yeah. With all the intensity. No. I love you. Ich liebe dich, so wie du bist. Das ist für mich. Dankeschön. Danke dir. Brauchen wir noch ein paar Minuten. Gleich geht Gerd auf Sendung. Hallo Gerd. Und kann sein, dass es noch ein paar Minuten dauert, bis er den Stream startet. Also bleibt dabei. Bleibt dabei.
und der Satsang mit Gerd Valentinelli aus Salzburg, wo wir auch bald sein werden. Also, der Gerd wird gleich starten. Ich verabschiede mich. Jetzt wird in der Zwischenzeit ein anderes Video starten, wenn Gerd noch nicht da ist, und dann wird er kommen.